So langsam glaube ich in eine etwas größere Verschwörung, was dieses Let's Play angeht. Ich habe jetzt nochmal mein Aufnahmeprogramm gewechselt. Wir hoffen einfach mal, dass jetzt eigentlich alles funktioniert. Und ja, wir werden uns jetzt zu Kiras Boot begeben, um eben die Reuseninsel zu erreichen. Und ich habe diese Stelle jetzt ungefähr schon 8 Mal spielen dürfen und hoffe jetzt einfach, dass bei diesem Mal, dass das jetzt einfach das finale Mal ist und ich nicht irgendwie das Ganze danach nochmal aufnehmen muss. Weil so langsam nervt's. So, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf den Ertrunkenen da oben. Sondern ich möchte einfach hier in das Boot. Scheint ja doch nicht ganz weggerottet zu sein, zum Glück. So, Boote. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halt an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol Anker markiert sind, nach Booten Ausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Okay. Dann nehmen wir mal Platz. Ja, Steuerung ist wie beim Pferd, also steuert sich wie Plötze, das gute Boot hier. Und sieht schick aus. Sowohl die Wassereffekte als auch die Segeleffekte. Wie der Wind da so drin spielt. Sieht ziemlich gelungen aus. Wie allgemein die ganze Optik von dem Spiel die ganze Zeit schon. Ja, da. Ich wollte gerade fragen, wo bleibt der Tooltip? Ich kenne ihn ja mittlerweile schon. Schnellreisen. Du kannst schnell reisen, während du dich auf einem Boot befindest, jedoch nur an Orte, die auf dem Wasserweg erreichbar sind. Um mit dem Boot schnell zu reisen, eröffnest du die Weltkarte, wenn du dich im Ruder befindest. Du kannst an jeden Ort schnell reisen, der mit einem Anker markiert ist. Wenn übrigens irgendjemand einen Tipp hat, wie ich die Minimap ein wenig weiter rauszoomen kann oder allgemein die Zoomstufe der Minimap verändern kann, möge dir das bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr, sehr dankbar, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten geben würde, dass das irgendwie ein bisschen variabel wird. Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Geralt sollte froh sein, wenn Kira ihn nach der Rückkehr nicht irgendwie in eine Kröte verwandelt oder so. So cool, wie der Seegang grauer wird, wenn ich nicht mehr in dem Fluss bin, sondern quasi auf diesen See hinausfahre. So, und da vorne sehen wir doch schon einen Drowner oder sowas. Das heißt, wir werden mal kurz in unserem Inventar direkt das Nekrophagenöl hergestellt, das werden wir auftragen. Und wir werden hier auch das mal das gegen Bestien und Menschen auftragen. Das andere. So. Dann parken wir mal irgendwo hier an irgendeiner Stelle. Das ist, denke ich, ganz Geralt, gut. are you on the Isle yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? Not some interference. You must be very careful. Ja, das funktioniert schon mal bestens quasi. Diese Dinge haben übrigens die schöne Eigenschaft, dass sie explodieren, wenn die genug Schaden bekommen haben. Das heißt, sie können sie einigermaßen gut gegeneinander ausspielen. Ich muss nur hinbekommen, dass ich die halt einigermaßen nebeneinander stelle. Und ich darf dann nicht daneben stehen selber, wenn die hochgehen. Sonst passieren nicht so nette Dinge. Aber das hat schon mal gut geklappt. Nehmen einfach mal die ganzen Sachen mit, die sie haben fallen lassen. Also die verhalten sich so ähnlich wie Drowner. Das ist das Gute. Da hinten ist übrigens einer. Ich säuber mal kurz den Bereich hier lieber, nicht, dass mir dann irgendwer in den Rücken fällt.
komm, nochmal zwei. Setze ich das Nekrophagenöl schon mal auf jeden Fall gelohnt, denke ich. So. In dieser Ruine hier hatte ich mehrere Spielerstürze. Ich weiß nicht warum. Ich halte mich aus diesem Grund von diesem Stein in der Mitte da fern, weil das Ding hat mich vorhin wirklich zu Zweifeln getrieben. Dieses Wochenende war einfach nicht bestimmt zum Aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Welche Götter sich dagegen mich verschworen haben. Also ich hoffe, das war es jetzt mit den technischen Problemen. So, hier ist noch eine Truhe. Eine semianischen Brigantine drin. Das ist ein Brustpanzer, glaube ich. Der aber etwas schlechter ist als unser. Warum ist mein Öl eigentlich schon nicht mehr aufgetragen hier? Wischt das. Okay, ich glaube, das verbraucht sich einfach durch die Schläge. Das würde Sinn machen. Dass es quasi so runtergewaschen wird und ich damit Leute schlage. Kann ich hier irgendwie hoch? Bitte? Hier, sehr schön. So, wir folgen einfach mal dem Weg. Rüsten mal einen anderen Zauber aus, weil Gruppen lassen sich ja von Feuer nicht so beeindrucken. Dafür aber mehr von unserem Schutzschild. Und dem Gift, was wir da drauf haben, auf unserer Waffe. Wie viele von den Viechern hier rumlaufen, das ist der Shit. Diese Bienenschwärme hier über uns muss ich tatsächlich abfackeln, damit die verschwinden. Das sind aber wieder diese ertrunkenen Verschnitte, ne? Ja. Okay, also da muss ich, theoretisch muss ich davon eigentlich nur einen töten, dann sollte der Rest quasi hochgehen. Wenn ich es hinkriege. So ungefähr. Au, 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 das sind ganz schön viele jetzt gerade, die mich hier nerven. Muss es super taktisch spielen, diese Viecher. Vielleicht sollte man sie zwischendurch mal einen Schwalbentrank gönnen. Alter, wie viele das sind. Vielleicht einfach mal kurz laufen, während der Trank mich ein bisschen hochreckt. Hier kommt ein Drowner auch noch wieder hinter mir. Natürlich kommt er jetzt auch noch an. Das ist, glaube ich, immer der letzte tatsächlich. Okay, einen habe ich da hinten noch gesehen. Ja, da platzt dir der Kopf, mein Freund. Wäre schön, wenn einigermaßen langsam Tag werden würde. Okay, 4:24, es ist eigentlich fast Tag. Okay, ja, ich fange auch gerade an, HP zu regen. Das passiert zwar langsam, aber sicher dann. What now? Peace,
Jetzt würde ich gegen die auch einfach meinen Schutzschild verwenden. Ich glaube, das ist fast sinnvoller, als die anzuzünden, die Viecher. So. Ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Jetzt unser XP-Balken tatsächlich mal durchs Monster töten weiter bewegt, nicht durch irgendwie Quest lösen. So, ein Turm voller Ratten. Der Turm ist da drüben. Und wir sollen hier in diesem vorgelagerten Dorf gerade nochmal nach Geistern suchen. Das werden wir gleich machen. Ja, Gule. Sehr schön. Wir nehmen gerade nochmal einen Schwalbentrank. Level 6 habe ich gesehen, das geht okay, aber der war auch irgendwo ein Level 9 dabei, der geht dann nicht mehr so okay. Das Schöne ist, die explodieren wenigstens nicht. Und lassen sich durch wesentlich einfachere Kombos einfach töten. Ja, komm. Ich würde das gerne noch aufnehmen. Geht doch. Ich glaube, das sind übrigens die Pilze für dieses Konstrukt-Ding. Ich glaube, wenn das vibriert, läuft übrigens mein Schutzschild aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ob es einfach anzeigt, dass Gegner in der Nähe sind. Achso, so ein Bienenschwarm ist natürlich auch noch hier am Start. Ne, aber dann mein Amulett tatsächlich oben am Vibrieren ist, also in der Anzeige auch. Könnte es tatsächlich sein, dass es dann vibriert, wenn Gegner in der Nähe sind von mir. Aber so funktioniert es ja im Normalfall auch für Geralt eben. Ist der Bienenschaum noch da? Ja. Den werden wir gleich mal anzünden. Saft aufkochen, okay. So, na ja, und jetzt pulsiert nämlich auch nichts mehr oben da. Okay, gucken wir uns gerade mal hier ein bisschen um. Alchemistenpulver. Traube nehmen wir einfach mal so mit. Warum auch nicht? So, und ich weiß mittlerweile schon, dass wir nach so grünen. Nicht Pilzen, aber nehmen wir einfach auch mal mit. Lichtern Ausschau halten müssen, wie das da vor uns. Kann man ganz gut sehen, glaube ich, gerade. Und da müssen wir diese Lampe verwenden. Das jetzt einfach mal machen. They're on to us! They're not letting Graham in! Quiet, fool! Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be goblin meat. We've no notion we's coming to tear him to shreds. Way's clear, lads. Adam! Okay, also die Bauern haben sich irgendwie zusammengerottet, um den Herrscher hier zu töten, den Adligen. Ah ja. Da ist so ein Wasservibe. Fräulein.
So, wir gucken mal, ob hier noch mehr irgendwo grüne Lichter sind. Hier drin ist nix. Also das ist auf jeden Fall hier der Turm. Der Turm voller Ratten. Oh, nett, da kreisen sogar Vögel oben drüber. Ah, hier vorne ist auf jeden Fall eins. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie! Millie, what's with you? I don't know. So what? Burning! Ah! What? No. No, stay back! Don't leave me! Okay, bisher haben wir zwei Namen, Millie und Graham. Die wir uns einfach mal schon mal merken können. Oder auch merken sollten, sind ja die einzigen, die wir haben. Sind das ja so, das sind so Flaschen, nicht das sind ein magischer Stein oder so. Ja, und dann gucken wir jetzt einfach mal in den Turm rein. So, da ist auf jeden Fall schon ein Turm voller Ratten. Hier sind schon die Ratten. Und hier vorne ist auf jeden Fall die nächste Geisterprojektion. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Okay, also die Bauern hatten scheinbar Erfolg und haben hier den Herrscher umgebracht. Also die eigentliche Story war ja, dass sie nach Essen hier fragen wollten, aber das ist scheinbar relativ fix eskaliert. Oder das stimmt halt nicht. Wir gucken gerade mal den Turm so ein bisschen. Hier liegen irgendwie tote Ratten. Das Place ist voll von Ratten. As many dead as alive. Ich denke, sie feeden auf. Ja, ein bisschen Crafting-Material. Kleine Igniglyphe. Blood. Many must have died here. Irgendjemand klopft hier. Hier ist aber niemand. Oh, wer macht das Licht an, während ich hier runtergehe? Okay, sie spukt es auf jeden Fall. Rich folk. Dowell ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Okay, also scheinbar haben sie die aber befreit. Aber sonst würden die sich jetzt hier nicht so verbreiten, wie sie das im Moment tun. Denke ich jetzt mal so. Scheinbar waren die krank, die Viecher. Die ganzen Sachen hier eben mitnehmen. Das kann ich mir nicht durchlesen. Also bisher wissen wir, dass die Bauern den Turm gestürmt haben und scheinbar alle umgebracht haben, die hier drin waren. Oder zumindest erstmal den
Ein Herrscher. Okay, das ist verschlossen von der einen Seite. Ich glaube, aber ging es nur nach draußen tatsächlich. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head. But one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Okay, Zerat, oder wie auch immer er heißt, ist scheinbar der Lord. Anna oder Annabelle hieß sie, glaube ich, gerade. Scheint irgendwie seine Tochter wahrscheinlich zu sein, wenn ihr Graham den Kopf verdreht hat. Also Graham ist ein wiederkehrender Name auf jeden Fall. Und dann wurde ihm von dem Steward hier gesagt, dass die Bauern vor dem Tor stehen, sozusagen. Peasants didn't come here to ask nicely. Offensichtlich nicht, Geralt. So viel habe ich auch schon rausgefunden. Es ist wieder Detective Geralt am Werk. Er ist ein bisschen wie Batman mit dem Sinn. Geht's nach draußen? Joa. Auf jeden Fall jede Menge Crafting-Materialien, die ich hier bekomme, finde ich nett. Okay. Nett weit sehen kann man. Da hinten ist dieser Galgenhügel, glaube ich, wo wir am Anfang auch gestartet sind. Das müsste die Richtung sein. Mit dem Baum. Naja, hier ist das nächste Ding. Gold! Piles of it! Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange is still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who? Who are you? Okay, das ist eine frische Leiche. Also die ist nicht damals gestorben. Denke ich mal. Der wird irgendwie erst vor kurzem hier gewesen sein. Wir haben Levelanstieg. Dann wollen wir den noch gleich mal investieren. Wir bauen erstmal weiter unser Zeichen aus, würde ich sagen. Das Exi-Zeichen oder Axi-Zeichen. Also das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während der Axi wirkt. Die Intensität von Axi in Dialogen erhöht sich, verkürzt die Zeit zum Wirken benötigte Zeit. Ja, das machen wir doch einfach mal. Quatsch. Jetzt habe ich gerade die Fähigkeit verbessert. Dafür habe ich die andere Fähigkeit gelöscht. So. Aber ich finde es nett, dass hier überall noch die Truhen sind mit allen möglichen Sachen drin. Skellige Gambeson, okay. Ein bisschen Geld auch noch dabei. Also versorgen mich ja schon ganz gut mit Sachen. Und irgendwer macht netterweise das Licht an. Wobei, das ist ja, glaube ich, auch ein Turm von einem Magier. Also könnte natürlich auch einfach sein, dass das so eingestellt ist von seiner Magie aus. Dass das hier alles erleuchtet wird, sobald sich jemand nähert. Ah ja, fällt mir einfach noch das Bild von der Wand. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Eigenartige Kratzspuren. Someone dragged something across the floor. More dragged it from one wall to the other, repeatedly. Und hier hinten sind so... Ah ja, hier sind Hebel.
Okay, damit ging das hier auf jeden Fall auf. Eine Geheimtür. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Tagebuch des Magiers Alexander Teil 2. Okay, habe ich Teil 1 irgendwo übersehen? Succubus Absud, okay. Lass mal mitnehmen. Ja, vielleicht liegt Teil 1 hier auch noch irgendwo rum. Wow. Der hat hier irgendwas an Menschen gemacht. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Ja, das Magikonklave hat solche Sachen eben untersagt. Bis dann halt Teile vom Konklave versucht haben, ja, Politik zu machen. Ah ja, hier ist Teil 1. Das Ding, da gucken wir uns gleich erst an. Wir lesen erst eben die Tagebucheinträge. So, Tag 237, Tagebuch des Magiers Alexander. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem ich zu arbeiten nicht gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Srerat außerstande, mir genug gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität ist das Wichtigste. Wie Marty Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsschutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Ja, okay, das ist meistens so, wenn man der Opfernde ist und nicht derjenige, der geopfert wird. Aber scheinbar wurden die Leute hier oder dieses Reich von einer Krankheit heimgesucht und der Magier hat eben versucht, mit Hilfe von dem Herrscher ein Gegenmittel zu finden und hat dafür Menschenversuche durchgeführt. Mit Menschen, die ihm der Herrscher hier, der Lokale, zur Verfügung gestellt hat. So, Tag 2. Tag 364, Teil 2. So. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden, mit einem besonders großen schwarzen Männchen, dem mein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge bewältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre. Aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet, vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Okay, also die Ratten sind scheinbar auch tatsächlich krank. Das haben wir schon im Keller festgestellt gehabt. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Srat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Das ist natürlich die Frau, aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot.
Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Okay, also scheinbar keine emotionale Verbindung zu dem Tier irgendwie aufgebaut. Ja, dann schauen wir morgen mal, was sich hier hinter diesem grünen Schleier verbirgt und was uns das so sagen wird.